Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu einem News Leak Video rund um World of Tanks. Normalerweise bin ich von solchen Videos kein großer Fan, wenn es wirklich um Leaks geht, die nicht von Wargaming bestätigt sind. Hier weiche ich jetzt tatsächlich mal von meinen Prinzipien ab, weil ich es persönlich relativ spannend finde, was uns hier denn dieser Leak erzählen will. Es geht um einen weiteren Schwarzmarkt, der laut dieser Info uns im Frühjahr nächsten Jahres vorsteht. Ungefähr im Februar, März, also grob der ähnliche Zeitraum wie dem Schwarzmarkt, den wir in diesem Jahr hatten. Die Quelle dafür, hier Reddit verweist auf WhatExpress und WhatExpress selber verweist hier in diesem Artikel, der ist jetzt mit Google Translate übersetzt, auf einen EU-Insider, wenn man das richtig liest, aus der Tschechischen Republik. Sie weisen aber selber darauf hin, dass dieser Insider neu ist und man die ganze Info hier mit Vorsicht genießen muss. Die Liste, die wir hier sehen, ist auch noch vorläufig, so wie gesagt wird aus der Quelle. Es wird wohl gerade daran gearbeitet und auch der Zeitraum kann sich durchaus nochmal verschieben. Grund dafür kann zum Beispiel auch die Covid-19-Pandemie sein, die wir ja gerade überall erleben. Grundsätzlich Schwarzmarkt, eine Woche lang jeden Tag zwei Angebote, die recht spannend sein können, entweder für Gold oder für Silber. Neu dieses Jahr war zum Beispiel, dass auch Wargaming da Auktionen eingeführt hat. Das war ganz praktisch, denn die Angebote waren ja entweder am Nachmittag oder sehr, sehr, sehr früh. Und wenn man da nicht direkt zum Angebotszeitpunkt im Spiel eingeloggt war, hat man meistens den kürzeren gezogen. Die Auktionen hatten den Vorteil, dass man Zeit hatte, drauf zu bieten, aber natürlich der Preis auch deutlich höher gewesen sein könnte, ne, als wenn das ein festes Festpreisangebot war. Wir schauen mal hier durch die Liste. Renegade, uninteressant. Standard Premium ist nichts Besonderes. Type 62, halbwegs uninteressant. Aber eigentlich ein ganz guter Light auf Tier 7 bei den Chinesen. Objekt 7032. Herzlich uninteressant. Also es ist auch, darauf will man, ich bin mir jetzt gar nicht, also gut, der Renegade halt für Silber. Ja, okay, das ist das Interessante. Der Panzer an für sich natürlich nicht. Type 62 für Gold. Festpreis. Der Renegade ist Festpreis. Das Objekt 7032 als Gold-Auktion mit einem Startpreis von 5000 Gold. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf die Panzer drauf ein. Es ist für mich nicht wirklich spannend. Ja, es gibt natürlich Spieler, die finden das ganz nett. Aber wir gucken natürlich auch hier nach Raritäten, was natürlich den Schwarzmarkt immer so ein bisschen ausmacht. Die Lev, ja, halbwegs Rarität, 500 Gold macht sie natürlich sehr, sehr spannend. Aber wir hatten sie auch schon im letzten Schwarzmarkt drinne, 2020, 3000 Stück für ja, ein paar Gold. Also die Lev ist schon ausreichend in das Spiel inflationär eingebracht worden durch den Schwarzmarkt. TL1 LPC, Tier 8 Premium bei den Amerikanern, auch als Auktion, 5000 Gold, spannender Preis, 30.000 verfügbar. Für die, die den haben wollen, auf jeden Fall günstig zu bekommen, vermute ich mal. Dann kommen wir zu einem Angebot oder zu zwei Angeboten, die sehr, sehr spannend klingen. Und zwar den M4A1 FL10, ein französischer Premium-Medium-Panzer-Autoloader, der schon sehr lange im Client drin ist, aber bisher nicht verkauft wurde. 50.000 Stück, 3.000 Gold, Auktion. Ist natürlich spannend für einen neuen Panzer, den direkt als Auktion reinzubringen, ne? Und Objekt 274A, russischer oder sowjetischer Premium-Panzer auf Stufe 8, ist ein Medium, auch er als Auktion für 8000 Gebot Start, 20.000 verfügbar. Die Panzer schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Es geht weiter, IS-2M, 3000 Gold als Auktion, herzlich uninteressant in meinen Augen. T-78, 2000 Gold, auch als Auktion, netter Panzer, aber auch nichts Besonderes, was man jetzt erwähnen muss. A-32, ja, für 10.000 Gold. Wow, 10.000 Stück verfügbar. Rarität, aber ansonsten, ja, für den Preis, sorry, Wargaming, sorry. Wir können gleich mal gucken, mache ich gleich, wo der genau angesiedelt ist, weil tatsächlich habe ich, ich weiß nur, dass der irgendwie selten ist, aber eigentlich auch uninteressant, für den Preis definitiv. Senlec. Für Silber als Auktion, das ist wiederum spannend, das ist halt der leichte Panzer, Premium-Panzer bei den Briten auf Tier 8.
deswegen spannend, weil es für Silber ist. Ansonsten auch ein Panzer, der ganz nett ist, aber den man auch nicht unbedingt braucht. Ich fahre den im Frontline ganz gerne, wegen der HE-Pen. Stritzwagen 81, 5000 Gold für Auktion. Das ist nichts anderes als ein Primo Victoria, würde ich die Hände von lassen. T-103 für Silber, 15 Millionen als Auktion. Ja, da sieht man wieder das Wargaming, das Silber aus dem Spielclient rausnehmen. Natürlich auch das Gold, klar. Und den Burrasque für 10.000 Gold als Auktion, 20.000 verfügbar, finde ich relativ teuer. Also was kann man bisher zu dieser Liste sagen? Drei Panzer könnten spannend sein, die 2.9, der A32, der Rest mehr oder weniger nicht interessant, außer halt die Silberangebote, wenn ihr euch halt einen Premium-Panzer für Silber zulegen wollt. Wir gucken aber mal kurz drauf, einmal Silber, zweimal Silber, dreimal Silber. Ansonsten sehe ich hier nur Gold. Also drei Silberangebote. Das ist gefühlt relativ wenig. Wir gucken mal in die Liste vom letzten Jahr. 1, 2, 3, 4, 5 Angebote für Credits. Wargaming, es ist schon klar, wo die Reise dahin geht, aber Achtung, es ist halt ein Leak. Schauen wir uns den M4A1 FL10 mal noch ein paar Bildern an. Wir sehen schon, Frankreich hat mit England irgendwie knicki-knacki gemacht. Rausgekommen ist eine Sherman-Wanne mit einem französischen Wiegeturm. Das ganze Teil ist, wie gesagt, ein Autoloader. Der ist schon länger im Spielclient. Ja, sieht ganz nett aus. Manche könnten auch sagen, er ist relativ hässlich. Das 274A sehen wir hier. Das ist noch nicht so lange im Spielclient enthalten. Optisch nett. Na, wir gucken gleich mal auf Tanks TG uns die Werte an. Wie gesagt, das Ganze ist ein Leak. Wir dürfen uns ja nicht drauf verlassen. Schauen wir einfach mal. So, hier. Der M4A1 FL10. Ein Autoloader, 1400 DPM, 4 Granaten im Clip, Alpha 135. Gute Durchschlagswerte auf der Standard. Premium, ja, ist auch in Ordnung. Gegen 8er könnte es in der Front ein bisschen dünn werden. Soft Stats, es führt hier 6 okay, sag ich mal. 18 Sekunden Reload für einen potenziellen Clip Damage von 540 Schadenspunkte. Ja, also der Alpha ist halt nicht wirklich hoch. Mobilität ist in Ordnung. Gun Depression ist schwierig, obwohl er einen Wiegeturm hat. Aber vermutlich. Okay, ich hätte jetzt gedacht, vermutlich ist die Wanne im Weg, aber ja, hier vorne liegt er dann auf. Okay, deswegen hat er nur 6 Grad Gun Depression. 370 Meter Sichtweite, solider Panzer. Das Problem ist halt hier wieder 3 Loader. Das heißt, wenn Kommandant, Richtschütze oder Funker tot sind, dann hast du auch ein Problem mit dem Nachladen. Naja, also gucken wir mal. Spannender finde ich das Objekt 274. Medium Panzer der Russen. Gute Mobilität, ja. Gun Depression 6 Grad für einen Russe relativ gut. Auch die Sichtweite für einen Russe finde ich sehr solide. Die Kanone 0,38 für einen Medium-Panzer. Ist das gerade noch okay? Die Einzielzeit von 2,7 ist eher das Problematische. Das ist wieder typisch russisch. Dafür sind die Durchschlagswerte mit 227, mit diesen aktuellen Werten hier ganz gut. Auch die Premium. Premium ist hier eine APCR. Auch das ist gut. Wir wollen hier, ich gehe jetzt ja gar nicht so weit ins Detail, aber einfach mal so eine grobe Übersicht von dem Panzer. Alpha von 320, DPM geht in Ordnung, Nachladezeit 9 Sekunden. Stock ist in meiner Meinung nach auch in Ordnung. Hier sehen wir mal das 3D-Model. Der Turm, richtig stark. Er hat auch kaum Weak Spots hier oben, so ein bisschen, aber die muss man erstmal treffen. Ansonsten der Turm, wirklich eine starke Ansage. Die Oberwanne, naja, die geht auch noch okay, aufgrund des Winkels einfach. Also da kann man auch schon mal mit Glück ein bisschen was bouncen. Unterwanne halt der große Weak Spot. Aber wir sehen schon hier die Panzerung, die Form der Wanne an der Seite kann durchaus dazu führen, dass eventuell mal was nicht durchgeht. Aber nein, wir sehen schon, die effektiven Werte sind aufgrund dessen, dass die Wanne einfach an der Seite nicht wirklich dick ist, relativ schlecht. Ja, im Heck 45, im Turm 60. Wenn wir nochmal bei dem Sherman gucken, dann sehen wir hier, ja, die Wanne weich, der Turm weich.
Die Seite weich, der Turm noch weicher, Heckwanne weich. Also HE freut sich auf diesen Panzer, sag ich mal. Hier nochmal ein Blick auf den A32. Ein Medium-Panzer, wenn ich vorhin was von Light gesagt habe, vergesst es einfach. Ein Medium-Panzer auf Tier 4, ein Premium-Panzer laut WOT-Wiki mit angepasstem Matchmaking. Und ganz tatsächlich, das braucht der auch, denn guckt euch mal die Kanone an. 66 Durchschlag auf der Standard, 98 auf der Premium. Der Alpha ist für Tier 4 natürlich ganz nice. Die Kanone liest sich erstmal ansonsten wie eine kleine Katastrophe. 7 Grad Gun Depression. Er ist extrem mobil, ne? 70 Top Speed. Ein extremes Leistungsgewicht, was der hat. Was sagt denn das WOT-Wiki hier noch? Ursprünglich als Teil des Light Pre-Order-Pakets das Spiel erhältlich. Es war auch, das ist übrigens auch wieder übersetzt, es war auch kurz im Geschenkeladen erhältlich, bevor es zurückgezogen wurde. Bei der Veröffentlichung des Spiels als leichter Panzer eingestuft, wurde er einige Monate später als mittlerer Panzer eingestuft. Es handelt sich im Grunde genommen um eine verbesserte Version des A20 mit mehr Hitpoints, Panzerung und einer anständigen Waffe, die eine deutlich höhere Durchschlagskraft aufweist als die Serienwaffe des A20. Selbst mit diesem Upgrade kann es keinen direkten Kampf gegen die meisten geeigneten Mediums gewinnen. Stattdessen sollte es als Scout-Panzer verwendet werden. Derzeit kann dieses Fahrzeug nur auf dem russischen Server erworben werden. Okay. Also ein relativ seltenes Fahrzeug. Ob man ihn für 10.000 Gold kaufen muss, es ist meiner Meinung nach ein reines Sammlerfahrzeug, ja. Und es ist halt wie die anderen Sammlerfahrzeuge, die wir auch in den vorherigen Schwarzmärkten schon hatten. Wir gucken mal drauf. Also hier beim letzten Schwarzmarkt die Su-76 I. Na gut, ich bin gespannt, vor allen Dingen auch auf eure Meinung, was ihr zu diesem Leak zum Schwarzmarkt sagt. Findet ihr das einigermaßen realistisch? Sagt ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt völliger Dünnschiss? Oder liegt eure Meinung irgendwo dazwischen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren mal wissen. Ich finde es ganz spannend, aber die Entwicklung, die der Schwarzmarkt hier nimmt, also weniger Silberangebote, deutlich mehr Auktionen, neue Panzer, die es nur im Schwarzmarkt gibt, okay, ein Sammelpanzer, den, ja, für sehr viel Geld. Also wirklich viel Spannendes finde ich jetzt hier persönlich zum Beispiel jetzt erstmal nicht. Aber lasst uns gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Alle Links packe ich euch mit in die Videobeschreibung, damit ihr selber nachlesen könnt. Mein Dank geht noch raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Parsival, Ködö, Ivendal, Xynam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.